Hallo Leute! Und ja, ich hab probiert. Also wenn es nicht auf dem Server ist, dann spawnen die Aliens. Und jetzt, als sie gespawnt sind, habe ich direkt den Server verlassen, damit wir das zusammen mit Fabian machen können. Okay, Fabian, der Server startet. Du kannst theoretisch kommen. Ja, sie kommen. Fabian, beeil dich. Fabian, du solltest dich wirklich beeilen. Ja, ich kann nicht schneller machen. Es wäre aber besser. Ja, geht aber nicht. Oh, okay. What the fuck? Da ist what the fuck? Hier sind viele Aliens. Ich muss meinen Drachen beschwören. What the fuck im Hintergrund? Das sind überall UFOs. Alter, das UFO ist richtig stark. Nein, mein Drache zerfickt es. Okay. Ah, sehr gut, sehr gut. Warte, ich helfe beim Zerficken. Alter, das macht richtig krassen Schaden. Lol, Alter, ist es tot? Hier ist noch eins, Fabian. Konzentrier dich mal nur auf die UFOs. Davon können wir jetzt ein paar farmen. Ich meine, die Gegner unten können es ja eigentlich egal sein, oder? Ich meine, das UFO drauf. Oh, ich hab's schon wieder minimiert. Oh, typisch Fabian. Leben, Leben! Bitte, mach das mir, dass die leben. Ich hasse dich. Mein Gott. Ich liebe es. Wird irgendwas Tolles gedroppt. Ja, die Laser Machine Gun. Verbraucht die Mana? Mana. Sie ist geil. Warte, warte, hier ist noch was für dich dabei. Xeno Pop-Up macht Range Damage. Ist für dich. Was macht es? Das ist. Was macht es? Es macht Blubberblasen, lol. Lol, ja, und die Blasen schießen dann. Das ist aber komisch. Ich mag es nicht. Ich will, dass jetzt noch UFOs kommen. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Gegner hier unten was droppen, oder? Lol, die bauen Tesla-Turrets. Cool. Na egal. Ich werde von. Ich würde gerade von so einem Raumschiff verfolgt. Ist es doch da? Nein, es war so richtig klein. Lol, Martian Walker, Alter. Was bist du? Ein Martian Walker. Cool. Nice. Hey, da unten ist ein Ding. Ich kann. Alter, ein Ding. Ich guck dann unten einfach, wie es heißt. Ich meine, in der Aufnahme. Es ist so ein Schneckenviech, das da. Alter. Marsmännchen sind blöd. Die haben hier eindeutig zu viele KP. Ah, die kommen alle in das Loch rein. In das Todesloch. Die elektrifizieren mich. Wie heißt du? Oh Mann. Marschen irgendwas. Ist mir egal eigentlich, wie sie heißen. Leute, Marschen. Hier ist schon wieder ein UFO, Fabian. Alter, ich mache den ziemlich krassen Schaden mit meinen Waffen. Hier in der Arena. Dein Drache, ich brauche deinen Drache. Ja, er ist da. Oh, ich sehe ihn. Okay, er hilft gerade. Oh, er hilft sehr. Ich weiß, er macht ein bisschen Schaden. Okay, was habe ich? Ganz kleines bisschen. Ich liebe es. Ist das UFO von dir? Ja. Ist das nur ein Haustier? Ja. Nein, das ist ein Summon. Aber setz es bitte noch. Ich habe es dir gegeben. So. Ich würde es an deiner Stelle mal nicht durch den Drachen ersetzen. Im Moment. Das können wir nach dem Event mal ausprobieren. Lol, ein Hook. Den Antigravitationshook. Lol, Fabian, komm mal her. Ich bin fabulous. What the fuck, das UFO. Fabian, ich bin fabulös. Schau, wie fabulös ich bin. Lol. Ich mag die Musik. Okay, noch eine Lasermaschine Gun. Kannst du haben, kannst du haben. Lol, nein, das hier. Ja, genau. Meins. Das ist ein Schwert. Ein Schwert? Hier. 110, ich weiß nicht, ob das viel ist. Nee, egal, ich hab's es ist besser als das Terrorblade, also. Es ist nicht schnell, aber. Ah, wenn ich Gegner treffe, dann kriegen die so einen Buff, dass das Schwert drin ist. Es ist besser als das Terrorblade. Es ist auf jeden Fall besser als das Terrorblade. Lol, wir haben sie besiegt. So schwer war es jetzt nicht, oder? Nee. Lol. Wow. Also ich war ganz zwischendurch ganz schön
fast tot. Ich auch, vor allem bei den UFOs. Die Laserstrahlen von denen sind krass. Mhm. Aber... Ja, wow. Toll. Ja, easy. Die fliegen trotzdem immer noch im Hintergrund rum, die Trottel. Ja, geil. Sieht so aus, als würden sie näher kommen irgendwie. Probier mal den Xenostaff aus. Ja, okay. Marschenmaske, die sieht kacke aus. Warte. Was würdest du sagen? Ich mag es nicht. Also sie sind gut, also man nicht so viel Schaden und so. Ich mag meinen Drache. Ja, dann mach mal deinen Drache kurz. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Okay, lass beim Drachen bleiben. Shark Banner. Ich meine, der Drache one-hittet sogar Scheie. Scheie? Oder? Ja, warte, ich spawne ein. One-hitted Scheie. Marschenuniform. Ich tu mal die Uniform und alles hier rein. Sieht toll aus. Und wir sollten die Zuschauern noch erzählen, dass wir noch wir haben noch den Dings, den Frostmond hinterher gemacht und da habe ich einen Blizzard-Staff bekommen. Mehr nicht. Ja, okay, noch das Schwert, aber das Schwert ist echt nicht gut. Das tue ich hier in die Kiste. Da. Genau. Ah ja, und Fabian hat auch was bekommen. Oh, warte kurz, Fabian. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Hallo Leute, ja, da bin ich wieder. Ja, cool. Fabian wollte noch seine Waffe zeigen, die er vom Frostmond bekommen hat. Welche Waffe habe ich vom Frostmond? Chaingun. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Ich habe die Waffe vor exakt 30 Sekunden oder so verkauft. Warum verkaufst du deine Waffe immer? Weil das nicht schlecht ist. Die ist besser als der Maxi High, aber die gut. Ja, der Maxi ist aber richtig schlecht. Okay. Weißt du was? Okay. Ich habe jetzt noch geguckt mit den Fragments. Ich bin jetzt nochmal hier an den Tisch gegangen. Ich kann ja mit den Fragments was Tolles machen. Und das werde ich dir nicht zeigen. Okay. Es sei denn, du kommst schnell genug her. Okay. Und ich habe einen Bunny-Banner. Ja, da ist der Bunny-Banner da hinten. Sechs Fragments von jedem. Das heißt, du kannst ruhig den Antigravitationsflug haben. Ich finde ihn nicht so spannend. Bitte. Yeah. Also, ich würde mal sagen, scheiß auf den Christmas Hook. Warte, wo ist er da? Den braucht eh niemand. Ich habe jetzt den... Warte. Ich habe den Luna Hook. Guck, der besteht hier aus der Solar Pillar. Zack. Dann ist das hier, glaube ich, Stardust. Dann haben wir hier Nebula und das ist Vortex. Oder nein, das ist Vortex und das ist Stardust. Das ist cool. Okay, jetzt habe ich aber fast gar keine Fragments mehr. Das ist perfekt! Was? Es ist perfekt! Dieses Haus ist fast perfekt, guck! LOL, what the fuck, Alter, wie cool! Der gefällt dir an die Gravitationshook, oder? Ja, Alter, es ist fast perfekt. Dann kann ich immer... Guck, dann gehe ich hier raus, schießt so, dann gehe ich rein, heile mich bei den Nerds. Dann gehe ich hier raus. Du heilst dich bei den Nerds. Wenn dann der Dings kommt, der Mulot, also Cthulhu-Typ da, dann kann ich hier ins Haus gehen oder unters Haus, dann trifft mich sein Laserstrahl nicht. What the fuck? Das ist voll gut. Mhm. Und ich habe immer noch nicht das Angstschild, fällt mir auf. Dir ist das Ding sehr wichtig, ne? Das Angstschild ist mir sehr wichtig. Warte, was brauche ich noch dafür? Oh, ich weiß, was ich dafür brauche. Oh, nee. Ich gehe jetzt Chlorophyt fahren, damit ich wieder ganz viel Chlorophyt. Warte, ich brauche ein Nazar. Dann hier. Die sind nämlich beim Moonlot fast alle ausgegangen. Jetzt habe ich da wieder 1300, aber... Ich nehme mal den Jojo-Bag mit. Man braucht mehr. Mann, wo habe ich das hingezahnt? Ich hatte irgendwo so ein tolles Item. Habe ich das oben in der Kiste? Ach, und übrigens, ich benutze jetzt nicht nur den Drachen, sondern ich benutze jetzt auch noch so zwei von den kleinen da. Von den Zellen. Ah, ich liebe das Flying. Der Drache macht dafür zwar 50 Schaden weniger, aber die Zellen machen dafür irgendwie über 70 Schaden mehr noch. Also passt das. Okay, warte, ich suche das Item, aber ich finde es nicht.
gibt doch ein paar Items, die wir sammeln müssen, weißt du? Also selbst wenn wir den Moonlord geschafft haben, sind wir noch, haben wir noch ein bisschen Zeit mit dem Spiel. Oh, ich finde aber dieses eine Item nicht. Kein Mensch auf Erden drauf. Waffen. Waffen sorgen nur für Nicht-Frieden. Genau. Oh, langsam vermisse ich wieder meine Ninja-Gear. Okay, ich rüste sie wieder aus. Womit hast du sie denn ersetzt? Avenger Emblem, dass ich mehr Schaden mache, aber das fand ich nicht so toll. Oh Mann, mir fehlen einfach noch zwei Items, um das Angstschild zu vervollständigen. Weißt du, welche Items? Nein. Zwei Items, die von Pixies droppen. Und wir haben sie noch nie bekommen im gesamten LP. Okay. Pixies, ich meine, wie viele Pixies haben wir schon ermordet? Ich glaube viele. Der Anti-Gravity-Hook ist doch nicht so toll. Vitamine habe ich, glaube ich, irgendwo. Ja, ich brauche noch ein Megafon und eine Fast Clock. Wieso kann man den Anti-Gravity-Hook nicht einziehen? Das stört mich. Wo sind Vitamine? Ich habe sie gesehen, die waren hier irgendwo. Was? Ach so, okay. Ach, von da unten kommt sie, okay. Bitte, bitte. Okay, jetzt mache ich das Experiment. Was passiert, wenn ich nur auf einer Stelle sitze und sie angreife oder in diesem Raum hier? Du wirst draufgehen. Nein. Ach, hier ist das Amazon. Ach ja, wie cool. Einfach mal fast gar nicht. Ich habe noch mehr als die Hälfte meiner Leben. Das war lol. Easy. Bist du jetzt stolz auf dich und deine Leistung? Nee, nicht so. What? Ah, cool, Piraten. Ich brauch Chlorophyt. Du brauchst Chlorophyt. Wir okay, Fabian, bau ein bisschen Chlorophyt ab und ich. Und ich guck mal, was ich so für Tränke zusammenbringen kann. Ein paar Tränke wären echt nicht schlecht. Oh Mann, also das. Mir fehlen noch Vitamine. Woher bekomme ich Vitamine also? Es sind noch drei Items, die ich upgraden muss. Ich hab bald das Angstschild. Ah ja, und warte, die Martians haben ja diese Martian Conducting Plates getroppt, oder? Daraus baue ich jetzt ein Haus. Davon habe ich auch noch welche, kann ich dir gleich geben. Ja, warte, wie soll ich das Haus bauen? Soll ich machen, dass das Haus so irgendwo rumschwebt, oder? Ist mir sowas von egal. Du baust das einfach. Ich muss auch gar nicht auf die Piraten achten, ich meine. Okay, doch, sollte ich wirklich. Ich schieße einmal kurz das hier ab. So, das reicht auch schon an Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit bekommen die Piraten von mir nicht. Okay. Ja, ich komme gleich, dann gebe ich ihnen ihre Aufmerksamkeit. Ach, aber leider haben sie nicht genug Zeit, um die Aufmerksamkeit wirklich mitzubekommen. Die einzelnen Piraten zumindest nicht. Oh Mann, ich bekomme wieder nur Kacke. Piraten droppen wirklich so viele unnötige Items. Thornhook? Lol. Echt? Ist der besser? Warte, welchen Hook hast du jetzt eigentlich? Mein Anti-Gravity Hook, oder? Ich bin jetzt ein Dornenhook. Okay. Oh, die Piraten. Warte, ich töte jetzt einfach mal ein paar davon und der dann. Der Dornhook sieht toll aus. Ich brauche wohl größere Geschütze hier. Ist das. Okay, das hält er nicht auf, Leute. Der Piratenkapitän ist richtig schwach. Übrigens, ich habe eine Liste gemacht. Wir brauchen noch zwei Items vom Frostmond und noch vier Items vom Kürbismond. Frostmond haben wir irgendwie. Das ist echt keine Hoffnung. Die ganzen Items sind doch nicht so wichtig. Es ist doch nur wichtig, hey, doch, dass man die da kannst du ein extra Minieren beschwören. Ich denke, das macht schon viel aus. Ich meine, ein extra Segment beim Drachen macht wie viel mehr Schaden? Nicht so viel. 50 oder so. Na, 50 ist wohl nicht viel, oder was? Nee. Ich denke, ja, beim Moonlord wird jedes bisschen hilfreich sein, denke ich. Ich würde ihn gern auch so schon probieren. Weil wenn wir uns dieses Mal einfach darauf vorbereiten und mit dem Anti-Gravity-Hook kommen, das ist voll die gute Taktik. Okay.
Okay. Das ist für mich. Ich möchte das so machen. Warte, warte. Ich will mal mein. Okay. Ich wollte gerade meine neue Waffe ausprobieren. Sie ist toll. Ich mag die Lasermaschinen gar nicht. Die Machine Gun ist toll. Da, 41. Lol, Alter, die Laser Machine Gun ist richtig gut. Okay. Aber nur wenn man immer genug Mana hat, dann musst du sich neu aufladen und das nervt. Das ist auf jeden Fall besser als meine Razor Pine, glaube ich. Ja, Laser Machine Gun, nice. Wir wollen Chlorid. Denn ohne Chlorid. Lol. Haben meine U. Warum liegt hier ein Flying Dutchman einfach tot rum? Bist du am Spawn? Hä? Haben meine UFOs wirklich einen Flying Dutchman alleine getötet? Was ist denn das? Das ist dieses Piratenschiff, das fliegende. Anscheinend schon. Weil wenn ja, dann ist das ziemlich stark. Ich meine, es hat ja nicht gerade wenig Leben. Ja, die Müll sind ja auch mittlerweile ziemlich gut. Aber der Drache, der toppt alles, der ist richtig gut. Ich glaube, sobald wir das durchgespielt haben, werde ich in dieser Welt dann unsere hier. Ich schicke dir dann die Welt und dann werde ich hier meine Top-Listen machen. Okay. Weil meine andere Welt, die muss ich dir mal zeigen, die ist so witzig. Ich habe da so ein riesiges Hochhaus aus Holz gebaut. Das ist nicht gerade schön. Es ist keine schöne Welt. Oh, die Piraten, bitte geht weg. Der Anti-Gravity Hook ist einfach nur ein Gold wert. Lol, hier. Ach so, du bist am Spawn. Ja, ich glaube mal, der ist so wenig wert, weil man die Martians so einfach farmen kann. Warte, was habe ich hier bekommen? Ah, schon wieder ein Cutlass. Ach ja, der gute alte Cutlass. Oh, ich möchte irgendwie wissen, was die Dings, was hier. Das, was der. Okay. Oh Mann, genau, das, was die Martians droppen. Was wollte ich da? Ah ja, genau. Ich frage mich, was die Set-Bonusse von diesen ultra krassen Rüstungen sind. Weißt du, wie viele Goldmünzen die Piraten mir geschenkt haben? Nein. 53. Durch die Dings-Invasion Sonnenfinsternis-Horn habe ich auch irgendwie über 80 Stück bekommen. Lol. Ja, ist doch ganz nice. Ich habe immer noch das Ding hier. Ich habe so viele Waffenkisten, das ist unglaublich. Okay, ich mache mir jetzt Chlorophyll-Munition. Yeah, yeah, yeah. Mach das, Fabian, mach das. Das mache ich. Dann passe ich mir das Haus noch an und dann mache ich den. Ich finde die Maske des Kultisten sehr toll. Die ist very toll. 70 mal 7, 490. Okay, ich brauche 400. Ich kann mir jetzt 490 Schuss machen. 4 Daybloom's brauchen wir. Warte. Ich glaube 4 Blinkroots. Blinkroots, Entschuldigung. Doch 490. Warte. Dann 2 Pilze und 2 Eisenknopel. Wofür? Jetzt kann ich für uns jeweils einen Regenerations- und einen Eisenhauttrank machen. Und diese Tränke sind irgendwie die ersten Tränke im Spiel, aber die sind voll toll irgendwie. Hä? Ah, ich habe zu wenig Becher gemacht, also Gläser. Okay. Regeneration Potion. Ich gebe die dir dann, sobald wir wieder gegen den Mulot. Margin Workbench, okay. Was? Margin Workbench. Okay, gib mir mal die Conduction Plates, oder wie die ausgesprochen werden. Warte, ich will Schmetterlinge töten. Zack. Stirbvogel. Ah ja. Stirbschmetterlinge. Ja, wir schießen Laser auf Schmetterlinge. Wir sind keine Psychopathen. Okay, warte, Iron Skin. Ah ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte was richtig Tolles machen. Erinnerst du dich an die Dinge, die dauerhaft unsere Stats erhöht haben? Mhm. Weißt du, was ich bauen werde? Nein. Ein Kochtopf. Und weißt du, was ich darin kochen werde? Nein. Suppe aus Fischen.
Ich habe 96 Bärsche. Das sind diese richtig behinderten Fische. Und daraus, guck mal, jetzt kann ich mir 96. Okay, hier. Ein Stack für jeden. Das erhöht die Stats. Aber nicht dauerhaft, leider. Alle. Guck, da steht doch Minor Improvements to all Stats. Erstmal ein Essen. Vor allem für 20 Minuten. Das ist so richtig OP-haftes Item. What the fuck? Okay. Das also werden wir brauchen im Kampf gegen den Moonlord. Ja, ich passe mir jetzt hier das Haus an. So. Warte, ich will irgendwo das Marschenhaus bauen, aber ich weiß nicht wo. Ich mach das Haus hier gerade irgendwie kaputt. Ach Quatsch, das da muss weg. Ah, ich weiß, wo ich es bauen werde. Hoffentlich reicht es aus. Okay, gut, dann werde ich mit meinem Anti-Gravity-Hook gleich. So, warte, das muss so. Nein, dahin. Lol, man kann mehrere Anti-Gravity-Dinger schießen. Was kann man mehrere? Anti-Gravity-Dinger schießen. Oh, fuck, ich hab's in die falsche Richtung gemacht. Okay. Du musst halt sagen, wie du mein Marschenhaus findest. Okay. Bewerte es positiv, so wie diesen Part. Das ist ganz schön dreist. Was ist dreist? Du. Warum bin ich dreist? Frag dich selbst. Aber ich möchte doch so gerne mehr als 5 Likes pro Terraria-Folge haben. Meine Redstone Contraption. Hast du nur 5 Leute, aber ich mehr, lol. Nein, warte, irgendwie meine Terraria-Parts haben im Durchschnitt so ungefähr 10 Likes, während meine ganzen Redstone-Dinge im Durchschnitt ungefähr 50 Likes haben. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich finde es schade, dass nicht so viele Menschen Terraria mögen. Mhm. Es ist zwar peinlich, das zu fragen, aber hast du Slime-Blöcke? Slimes? Einfach nur Slimes? Ja. Gib mir mal bitte ein paar. Ja. Da liegen sie. Nein, da vorne bei dem Bett. Ah, ich sehe sie, danke. Ah, 109, ja. Das kann man machen. Ich mache mir jetzt ein paar Fackeln und mal gucken, was kann man für coole Marslampen bauen. Oh, die sind schon ziemlich nice. Die sehen aus wie UFOs. Es ist perfekt, guck es dir an. Oh, ich muss mich heilen. Oh, er schießt einen Laserstrahl. Oh, schnell heilen. Warte, ich komm gleich. Ich muss nur schnell. Wenn das irgendjemand hier sehen würde. Warte, dein Chef wäre stolz auf dich. Warte, ich komme. Zeig mal. Warte kurz, ich muss meinen Drachen. 1, 2, 3, 4. Guck, ich greife die Moonlord an. Ich greife die Moonlord an. Ich greife die Moonlord an. Ich greife die Moonlord auch an. Oh, ich muss mich heilen. Oh, er schießt einen Laserstrahl. Das behalte ich. Diese Aufnahmen werden dich ewig verfolgen. Okay. Wie findest du mein Marshaus? Komm her und sieh's dir mal an. What the fuck? Sag, dass du es gut findest. Los. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Das ist das Beste von allen Häusern. Ganz klar. Ah, wie cool. Wir sollten uns auf eine Seite konzentrieren. Ah, das ist eine gute Idee, Fabian. Das ist eine gute Was Idee. Was tue ich? Ich habe einfach die Wände abgebaut. Da tue sie wenigstens wieder hin. Nein. Doch. Nein. Tu sie wieder da hin. Nein. Tja, was tust du jetzt, Fabian? Du bist machtlos. Ja.
du bist mein Lieblingsmensch. Boom. Du hörst sie für Radio. Sieht das gut aus? Du musst wieder lügen. Ja. Er setzt das doch hier außen dran, auf diese Außenblöcke. Hey, ja, mach du einfach. Mit dem Pornhammer kann man die instant abbauen. Oh, bitte, Fabian, lass es sein. Du kannst meinetwegen die Lampen mitnehmen und so, aber... Hey, ich wollte die doch hier außen setzen, hast du doch gesagt, ich soll es machen. Okay. Hey, der Angler wohnt da gerade drin. Ach, das sieht mega geil aus irgendwie. Lol. Okay, warte, wo ist der Traveling Merchant? In meinem Kopf. Ich hasse es, wenn der Traveling Merchant irgendwo ist. Ich verstehe nicht, wo der... Was soll denn sonst sein? Nee, jetzt aber ernsthaft, wo ist der? Hey, er ist doch gar nicht da. Romeo the Traveling Merchant has departed. Oh fuck, oh Mann, warum? Ich schaue immer nach den Traveling Merchants, wenn sie gerade verschwinden. Ist mal wieder typisch. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt die Aufnahme enden. Wir sind schon eine halbe Stunde auf. Okay, na dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.